Gut. Ist die Rechnung aufgegangen? Hat er Schaden durch die Explosion genommen und dann noch dadurch, dass das Fahrzeug explodiert ist? Sehr schön. So, dann kannst du runterkommen wieder und dich hier hinstellen. Begebe mich zur Zielposition. Und dann hast du noch einen Schuss frei bei 46%. Das ist gar nicht schlecht. Daneben. Am Ziel vorbeigeschossen. Haben wir gesehen. Weiter Druck machen. Da ist das Auto in die Luft geflogen, das wir gerade getroffen haben. Ja, der Soldat hat sich zurückgezogen hier in das Haus. Und wir haben noch 5 Runden, um das Relais zu zerstören. Wir müssen also scharf vorwärts. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Komm, renn mal hier hin. Halbe Deckung. Und der Wagen ist eh schon explodiert. Dann können wir uns auch dahinter in Deckung bringen. Schade, dass das Hacken so grandios fehlgeschlagen hat. Du gehst dahin. Und du? Dahin. Und ab geht's. So, wo will der andere Alien hin? Wo will der hin? Aber wir haben ein Ziel. Wir müssen dahin. Also bewegen wir uns. Hier hoch. Tempo. Oh, Schande. Schande, Schande, Schande. Das ist ja mal richtig schlecht gelaufen. Oha, oha, oha. So. Hierhin. Okay. %63, 55%. Nehmen wir den da oben. Ja, gut. Und dann hierhin. On my way. Und natürlich den. Schön. Saubere Sache. Enemy destroyed. Ist die Ausgangsposition wieder ein bisschen bisschen besser geworden. Ich würde mal sagen, mit ihr kommen wir hier hoch. Hierhin. Okay. Sehr gut. Aber da gibt's noch mehr Gefahr. No, 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 please, no! So. Panik ist nicht gut. Aber vielleicht macht sie was Sinnvolles. Leider daneben geschossen.
Oh, das ist eine das ist flankiert. Aber daneben. Ach, der hat den angegriffen. Ja, okay. Ich hätte ja dahin geschossen. Manasons 5, die Alien-Übertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus. Ja, doch, ja, doch. Hm, 48 ist nicht super. Vielleicht von hier besser, vielleicht schlechter. Wir versuchen es. 54 ist besser. Dann los geht's. Das war ja nix. Mist. I'm running low on ammo. %49. Wir versuchen's. Kein Glück. Kein Glück. I'm running low on ammo. So, wir haben kein Ziel hier. Wir könnten aber hier rüber gehen. Aber es ist zu weit. Es ist zu weit. Frage ist auch, kommt die da wieder raus? Da ist eine Leiter, aber die ist, glaube ich, nur von oben erreichbar. Wir könnten natürlich nach ganz oben gehen. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Position. Machen wir auch. Okay, wir sind getroffen. So, was ist jetzt passiert? Gar nichts? Ah, nein. Eine Wiederbelebung. Oh, wei, wei, wei. Glück gehabt. Also, wir müssen dringend zu dem Relais. Da sind ihre Freunde. Ach, und jetzt kommt auch noch Nachschub. Als ob das noch nicht genug ist. Oh Mann. So, der nimmt das Medkit. Get back in there. Und dann. Und dann. Warten wir erstmal. Kannst du denn jemanden treffen? 94%, 87%, 80%, 64%. Ich glaube, den Zombie können wir ausschalten. 4 bis 6. Wenn wir dann 6 treffen. Können wir ihn denn vielleicht sogar im Nahkampf angreifen? Könnten wir sogar. Der wäre hinüber dann. Und dann hätten wir eine Einheit unten drin. Dann machen wir das. Wir müssen zum Relais. Und schwupp! Ich liebe dieses Schwert. Und das war alles noch eine Aktion. Wir können nochmal. Ah, ne, können wir nicht. Ah, nein, der Zombie ist auch tot. Und wir dürfen doch nochmal. Der Zombie ist tot. Ja, sehr schön. Aber wir dürfen nicht nochmal. Da habe ich mich vertan. So, er darf nochmal. Aber erstmal schalten wir ihn aus. 58% ist nicht so schön. Order confirmed. Moving out. 64 ist schon besser. Och nö, also wirklich. Adjusting aim.
Could use some ammo over here. Tja, da müssen wir es jetzt von da versuchen. Obwohl, da oben steht ja auch noch einer. Und den treffen wir viel besser. Nehmen wir den. Gut, ausgeschaltet. Good riddance. Negative ammo. I'm spent. 49%, das wird jetzt versucht. Jawohl. Kill confirmed. Need a resupply. Tja, jetzt sind wir alle leer geschossen. Jetzt kommt der Nachschub. Da hat eine Taube auf dem Flugzeug gesessen. Nicht schlecht. Gott sei Dank, nur 3 Einheiten. Männer 1-5, das Signal wird schwächer. Sie haben den Transfer fast beendet. Das ist Ihre letzte Chance, das Relais zu zerstören. Ich weiß. Letzte Chance. Und dafür ist sie jetzt da. Ach, wir müssen es zerstören. Können wir es mit dem Schwert angreifen? Können wir sogar. Aber wir machen nur 3 bis 5 Schaden. Oh nein! Das ist doch jetzt nicht wahr. Vier bis sechs. Dann so. 5. Oh, es hat nicht gereicht. Aber wir haben noch eine Aktion. Nee, haben wir nicht. Oh, was machen wir denn jetzt? Oh, 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 oh. Ja, geh mal dahin. Und dann schieß mal auf das Relais. Und bitte triff. Bitte triff. Hui, 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 das war knapp. Menace 1-5, wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alien-Übertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Ja, gerne. So, wo sind die Penner denn gelandet? Da hinten. Kommen wir noch irgendwo sinnvoll in eine erhöhte Position? Hier. Dann mal hin da. Okay, und du? Nicht wirklich. Aber hierhin kannst du. Das war ein Treffer. Auch nicht tot. Unser Ranger. Ich würde die jetzt wirklich ungern verlieren. Oh, jetzt werden wir flankiert. Oh, und auch noch kritisch. Wir müssen alle nachladen. Oh. Oh, oh, oh. Möglicherweise habe ich einen Fehler gemacht. Also. Wir müssen nachladen. Ist da ein Fenster? Da ist ein Fenster. Dann stell dich mal dahin. Und dann lad mal deine Waffe nach. Du musst auch nachladen. Und du stehst da eigentlich ganz gut, glaube ich. Du musst auch nachladen. Aber du musst vor allem auch in Sicherheit gehen.
whole time. Oh, der durfte zweimal. Ach nein, was ist denn jetzt passiert? Hä? Da hat sich die Anzeige nicht aktualisiert. Das ist ja unglücklich. Ich hatte schon den nächsten im Ziel. Ah, doof. Das war jetzt aber wirklich merkwürdig. So, die darf noch zweimal schießen. 51% und 47%. Aber ich glaube, den erreichen wir auch mit dem Schwert. Auf geht's. Oh, den kriegen wir gar nicht platt mit einem Schlag. Eieiei, den kriegen wir gar nicht platt mit einem Schlag. Ja, ja. Oh, und die ist ja schon angeschossen. Aber das habe ich zu spät gesehen. Ah, jetzt kriege ich... Schade. Das tut jetzt richtig weh. Das ist nochmal gut gegangen. Das wird definitiv nicht gut gehen. Und auch noch kritisch. Aber sie lebt noch. Okay. Hierhin. Nur 68% und 79. Gut. Enemies down. Ob der von da den anderen trifft? Ich befürchte ja nicht, aber wir versuchen es mal. Der muss eh nachladen. Dann laden wir jetzt nach. Back in. So, erstmal in Deckung. Draußen steht auch noch der Soldat, der Offizier. Schade, so richtig in Deckung kommen wir nicht. Aber wir kommen auf jeden Fall in eine Flanke rein. That's affirmative. Gut, so. Tja, die hat sich eine Beförderung verdient. Wollen wir mal schauen, ob wir die noch heile da rauskriegen. Ich habe da so meine Befürchtung. Gut. Taking heavy fire. Tja, du bist jetzt alleine, Junge. Und ich schätze, du bist jetzt auch ziemlich geliefert. Auf geht's. Das war mal richtig schlecht. sie sagt sogar selber, that was really... Naja, that was not good, sagt sie. Ja, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Das ist blöd. Schaut mal. Wir kommen hier hin. In einem Zug. Und das ist eine Flanke. Und damit haben wir es geschafft. Aber leider, leider unseren Ranger verloren. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt.
Mein Gott, schaut mal, wie viele Aliens das sind. Ein Soldaten, oh, gute Wertung auch übrigens. Ein Soldaten verloren und auch noch den Ranger. Schade. Hat uns aber sehr gut gedient, das muss man sagen. Wir fliegen, wir fliegen. Und dann landen wir. Gut, so. Also, Private Kelly, das ist wirklich sehr bedauerlich. Zwei Verwundete, schwer verwundet sogar. Aber wir können immerhin befördern Private Valencia. So, jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt haben wir nämlich die Qual der Wahl. Also, entweder das Medi-Protokoll, unten links steht das hier gleich. Gremlin kann Heilaktionen aus der Ferne ausführen. Das ist natürlich nicht schlecht. Und Gremlin Stabilisierung. Hat nur eine Ladung. Wenn ein Medkit ausgerüstet ist, erhält der Gremlin eine zusätzliche Ladung. Alles klar. Oder das Gefechtsprotokoll. Schicke den Gremlin zu einem Feind und versuche einen Stromschlag mit garantiertem Schaden, der gegen Robotergegner erhöht ist. Mhm. Also das Medi-Protokoll finde ich eigentlich ziemlich gut. Da es halt eben aus der Ferne möglich ist, würde ich hier das Medi-Protokoll wählen. Achso, Moment mal, was ist denn hier los? Ah, so, alles klar. Also, wir nehmen das Medi-Protokoll. Und weiter geht's. Gut, wir dürfen natürlich auch Rekuten Song noch befördern. Und wie der Name schon sagt, greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Ja. Im Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im Umgang mit Pistolen geübt. Wir haben eine Sniper-Dame. Truppsicht. Du kannst Feinde in Sichtweite eines Truppmitglieds anvisieren, solange eine Sichtlinie zum Ziel besteht. Das ist nichts anderes als markieren. Erhöht die Trefferchance für die anderen Kollegen. Sehr schön. Ja, aber die müssen sich... Ach, Moment mal, hier ist ja noch mal befördern. Habe ich das gerade alles übersehen? Oder war das jetzt alles auf einmal angezeigt? Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Also, wir befördern natürlich auch noch die Kollegin Murray. Und den Kollegen Murray, ja, der sieht hier mit seinem Pferdeschwanz aber auch wirklich aus, als wäre es eine Frau. Was nehmen wir denn da? Zerfetzen, deine Kanoneangriffe zerfetzen Rüstung oder Sprengschutz. Fang doch mal bitte von vorne an da unten. Deine Rüstung verfügt über zusätzliche Polsterschichten und Sprengpanzerung, die einen zusätzlichen Rüstungspunkt und um 66% reduzierten Schadung durch Explosivangriffe. Rüstung zerfetzen finde ich cool. Wir nehmen das Zerfetzen. Gut, jetzt haben wir aber alles durchbefördert. Zwei Sektoidenleichen, sechs Soldatenleichen und eine Offiziersleiche. Vielen Dank. Da wir nun etwas Hilfe haben, können wir beginnen, das Schiff von alter Ausrüstung und Trümmern zu befreien, um Platz für neue Einrichtungen zu schaffen. Ja, und das machen wir jetzt noch eben fertig. Machen wir nicht fertig, denn wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefällt euch soweit. Denkt an den Daumen und wenn nicht, dann eben nicht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.